Was wartet ihr denn hier? Also das Konzert geht um 8 los und dann stürmt ihr alle gesammelt nach vorne, oder wie? Ja. Aha, wie hält man das denn aus da vorne? Das ist ein bisschen sehr eng immer und so. Dafür können wir das. Ja? Also wenn wir wissen, dass wir Aha von da haben, dann machen wir das auch. Ja? Für Aha tun wir das. Ja? Ja. 1985. Mit dem Hit Take On Me landeten 3 Norweger, Paul Wagtaar, Max Furuholmen und Morten Harket, alias Aha, einen Volltreffer. Und seitdem ist das sympathische Trio nicht mehr wegzudenken aus der internationalen Musikszene. Der Aha-Effekt brachte Gold und Platin weltweit. Nach einer längeren Pause, Gerüchte sprachen gar von einer Trennung, erscheint nun das 4. von Kritikern hochgelobte Album East of the Sun, West of the Moon. Das Rezept ihres Erfolges? Wir müssen mögen, was wir machen, sagt Morten, sonst funktioniert das nicht. In Hamburg, in der Alsterdorfer Sporthalle, startete die Band zu ihrer Welttournee. Jung und alt kamen zum Ereignis und alle fragten sich, wie wird eine so junge Band mit solchem Erfolg eigentlich fertig? Da gibt es viele Widersprüche und eigentlich ist unser Leben sehr unnatürlich, sagt Morten. Wir sind okay, aber die Band? Ein bisschen verbraucht, diesen Eindruck hinterließ die einstmals frische Band und sie geben dies auch offen zu. Wir sind nach 5 Jahren im Geschäft eigentlich schon Veteranen, sagt Morten auf der Bühne. Und am besten beweisen lässt sich das mit dem folgenden Song. Veterans is maybe a better word. Und nach dem Konzert zur Premierenparty im Trinity, einem angesagten Club in Hamburg, hatte man sich eine recht merkwürdige Dekoration für die Popstars aus dem hohen Norden ausgedacht. Gruftis, wohin man auch blickte. The Cure und andere Veteranen hätten sich sicherlich hier wohlgefühlt, aber Aha? Die Deko richten wir überhaupt nicht nach Aha. Die Deko haben wir für uns ausgewählt, für unsere Party. Und Aha muss sich nach der Deko richten. Ah, so. Trotz original norwegischen Buffets ließ sich die Band jedoch nicht blicken. Vielleicht waren sie ja auch gewarnt worden vor dem Buffet. Oder vielleicht hatten sie auch Angst vor der Kritik. Premiere von Aha hier in Hamburg. Echt super, super, super toll. Die Stimme, ein Traum. Die jungen Leute sind ausgeflippt, außer Rand und Band. Also der Drama war flaschig. Ich mache selber Musik. Und fand es also vom Musikalischen her nicht so toll. Aber an sich so die Show und das Licht war sehr toll. Und da werde ich gefragt, so als Promoter von AHA, wie hat mir denn der Auftakt der Deutschland-Tournee von AHA gefallen? Und ich kann nur sagen, ausgesprochen eine lebendige Angelegenheit, auch wenn das im Moment hier nicht so aussieht. Zwar hatte Bild, die Zeitung, die ja bekanntlich immer und überall dabei ist, den Ausverkauf der Show gemeldet, was nicht der Fall war. Trotzdem eine tolle Stimme und in der Tat eine Band, von der man noch viel hören wird. Feel free to join in, all right?
Wert von AHA? Viel. Wie viel? 100 Zauber. Was würdest du denn dafür geben? Alles. Pounding of her nest to